Landtagsjahr aus Sicht des zweiten Landtagspräsidenten. Der Hohe Landtag verhandelt und beschließt Gesetze. Wir wollen mehr Transparenz und Klarheit in den Gesetzgebungsprozess bringen. Jede Burgenländerin, jeder Burgenländer sollte Abläufe im Landtag verstehen und nachvollziehen können, erklärt der zweite Landtagspräsident Ingenieur Rudolf Strommer. Ja, meine Damen, meine Herren, einen schönen Vormittag, ein herzliches Grüß Gott zu einem Pressegespräch anlässlich einer Landtagsperiode, die wieder hinter uns liegt, habe ich heute eingeladen. Und Sie wissen, der Landtag verhandelt, beschließt Gesetze. Wir sind dem uns selbst gegebenen Auftrag, mehr Transparenz und Klarheit in die Gesetzgebungsprozesse zu bringen, doch nachgekommen in den letzten beiden Jahren. Wir wollen auch haben, dass jede Burgenländerin und jeder Burgenländer die Abläufe im Landtag versteht, nachvollziehen kann und so auch sozusagen diese Gesetze, diesen Gesetzwerdungsprozess begleiten kann. 1921 ist das Burgenland zu Österreich gekommen, leider ohne Ödenburg. Wir hatten ja damals keine Hauptstadt, der Sitz der Landesregierung war ja Bad Sauerbrunn. Erstmals wurde der Landtag im Frühjahr 1922 gewählt. Wir vor wenigen Tagen haben wir 95 Jahre erstmalige Konstituierung dieses Landtages ja gedacht, bei einem Gedenkakt in der Kaserne. Dort ist nämlich der Landtag das erste Mal zusammengetreten. Wir haben aber nicht 95 Jahre einen Landtag gehabt. Sie wissen, von 38 bis 45 gab es nicht nur kein Burgenland, somit auch keinen Landtag. Der Norden des Landes war beim Gau Niederösterreich, der Süden beim Gau Steiermark. Aber nichtsdestotrotz, alle 5 Jahre wählen die Burgenländerinnen und Burgenländer 36 Abgeordnete in den Landtag. Und das ist das Fundament unserer Demokratie. Und zu den Aufgaben des Landes gehört Gesetze beschließen, Regierung kontrollieren, Budgethoheit. Drei wichtige Dinge. Gesetze beschließen, Regierung kontrollieren und die Kontrolle bzw. der Beschluss des Budgets, die Budgethoheit liegt beim Hohen Landtag. Die drei Landtagspräsidenten obliegen neben manchen organisatorischen Dingen, die Präsidiale, die Vorbereitung gemeinsam mit den Klubobleuten einer Landtagssitzung, vor allem aber die Führung von Landtagssitzungen. Und ich darf sagen, diese Zusammenarbeit der Präsidenten des Landtages ist korrekt. Die Sitzungsführung erfolgt unabhängig, unparteiisch und dem werden sicher alle drei Präsidenten gerecht. Ich habe mir zu Beginn dieser Gesetzgebungsperiode 4 Punkte selbst gegeben, denen ich auch treu geblieben bin. Die Rechte der Mandatare sichern, die Rechte des Kollegialorganes Landtag sichern, die Rechtsstaatlichkeit garantieren und die Würde des Hauses zu wahren. Rot-Blau hat einige schwere Fehler begangen. Im ersten Jahr hat Rot-Blau mit einem Sammelgesetz ein wirklich schweres Foul begangen. Mit diesem Sammelgesetz wurden, wie Sie ja wissen, 19 Gesetze geändert und statt des Landtagsproporzes wurde der Regierungsproporz in allen Beiräten eingeführt, denn durch den rot-blauen Regierungsproporz wurden alle ÖVP-Beiratsmitglieder aus allen Beiräten entfernt, ob das der Wohnbaubeirat, der Landwirtschaftsbeirat, Raumplanungsbeirat, wie auch immer war. Die Folgen sind daher ein weniger an Information an den Landtag, aber ein rot-blauer Postenschacher und eine Intransparenz auf allen Ebenen. Das ist eine Pressekonferenz des Landtagspräsidenten, nicht des Parteisekretärs, aber sie verfolgen sehr genauso. Ein gewisser Herr Spuller hat das Lieblingsprojekt des Herrn Landeshauptmann Stellvertreter begleitet und jetzt ist er der Chef der Landessicherheitszentrale. Im Tourismus, das war gerade eine Pressekonferenz, haben wir einen neuen Tourismusdirektor. In der Landwirtschaftsabteilung, wenn ich mir das anschaue, geht eine Fachkompetenz nach der anderen verloren, weil man anscheinend untereinander nicht reden kann. Man umgibt sich mit Günstlingen und das ist also für das Land nicht gut. Aber im abgelaufenen Jahr war sicher das Jagdgesetz ein schwerer Fehler im Land und dieses Jagdgesetz hetzt alle beteiligten Gruppen eigentlich gegeneinander auf und steht für mehr Bürokratie und Ungleichbehandlung. Was ich persönlich sagen muss, ist auch das Nicht-Nachbesetzen des einzigen Mitarbeiters im Büro des zweiten Landtagspräsidenten ist für mich schwierig zu meistern und de facto eine klare Schwächung des Landtages.
Sie wissen, die beiden anderen Präsidenten gehören den Regierungsparteien an. Der Oppositionspartei, der ein zweiter Präsident angehört, sind hier schon Möglichkeiten genommen worden, der Vorbereitung von Gesetzen und so weiter, was also mich persönlich zeitlich weit mehr strapaziert und ich auf andere Quellen der Information und der Vorbereitung zurückgreifen muss. Schwierig, aber machbar. Peter Opitz, mein bisheriger Mitarbeiter, hat sich beruflich verändert und es war ganz einfach in den letzten 20, 30 Jahren eine Selbstverständlichkeit, dass eine Nachbesetzung so funktioniert, dass man mitteilt, ich hätte gerne in diesem politischen Büro jene Person. Erstmals ist das nicht geschehen. Ich kann es nicht ändern. Es waren andere Dinge vorbesprochen, hat ihm nicht sein. Klammer zu. Ich möchte einige statistische Zahlen sagen für die vergangene Landtagstagung. Sie wissen, wir haben die 21. Gesetzgebungsperiode, die Landtagsperiode dauert 5 Jahre. In dieser Gesetzgebungsperiode gibt es 5 Landtagstagungen. Die Landtagstagung beginnt im September und endet im Juli, Ende Juni entsprechend der Geschäftsordnung soll von Mitte Juli bis Ende August keine Landtagssitzung stattfinden. Wir halten uns in der Regel auch daran und in dieser letzten Landtagstagung, also von September bis Juli des laufenden Jahres haben 13 Sitzungen stattgefunden. Mittlerweile sind auch schon 40% dieser Gesetzgebungsperiode vorbei. 13 Sitzungen, wobei es eine Sondersitzung war. Sie erinnern sich, eine Sondersitzung war notwendig wegen der Krages. In 12 Fragestunden, bei der Sondersitzung gab es keine Fragestunde, in 12 Fragestunden wurden seitens der rot-blauen Landesregierung 78 mündliche Anfragen erledigt. In den 13 durchgeführten Sitzungen wurden 162 Tagesordnungspunkte abgearbeitet. 7 Dringlichkeitsanträge, einer einstimmig, anderen 6 mehrheitlich angenommen, wurden beschlossen. Es hat 3 Debatten zur dringlichen Anfrage und eine Debatte bezüglich einer Anfragebeantwortung gegeben. Insgesamt wurden 36 Gesetzesbeschlüsse gefasst, davon waren 25 einstimmig und 11 mehrheitlich. Zufällig dieselbe Zahl, es wurden 36 Beschlüsse gefasst, davon waren 30 einstimmig und 6 mehrheitlich. Beschlüsse sind also Rechnungshofberichte, 15a-Vereinbarungen, Berichte der Volksanwaltschaft oder der Patientenanwaltschaften und so weiter. Der Burgenländische Landtag hat insgesamt 76 Entschließungen behandelt, davon wurden 11 einstimmig und 61 mehrheitlich angenommen. 4 Entschließungen wurden mehrheitlich abgelehnt. Es wurden in dieser Tagung auch 2 aktuelle Stunden zu den Themen Arbeitsmarkt, regionale Wirtschaft und mehr Zukunftschancen für junge Menschen im Burgenland abgehalten. Insgesamt war es ein sehr arbeitsreiches Jahr, eine sehr arbeitsreiche Landtagstagung. Wir haben zum Ziel gesetzt, für mehr Transparenz zu sorgen und es gibt also viele Ansätze, die gut gelungen, manche noch verbessert werden müssen. Die Arbeit des Landtages soll transparent und bürgernah werden. Derzeit wird die Schulung und Ausbildung, Sie haben es ja gesehen in den Medien auch, von sogenannten Landtagsguides vorbereitet. Diese sollen im Wesentlichen Landtagsführungen für Schulklassen, für Seniorengruppen, für andere Interessierte durchführen. Somit wird auch anderes Personal, das derzeit in der Landtagsdirektion ist, für andere Arbeiten frei. Es geht darum, den Zugang einfach zu Informationen einfach zu gestalten und die Entscheidungswege klar darzustellen. Ich habe mir im Laufe dieser letzten 2 Jahre 5 dieser Maßnahmen überlegt und für mich wäre es sinnvoll, den Weg eines Gesetzes nachvollziehbar darzustellen. Wenn Sie auf die Homepage des Parlaments in Wien gehen, dann sehen Sie klar in einem Balken, in welchem Stadium die Gesetzeswerdung ist. Eingebracht, erste Lesung, zweite Lesung, Ausschüsse und so weiter und so fort. Das könnte ich mir durchaus vorstellen, dass das auch im burgenländischen Landtag möglich ist, dass man auf der Homepage so den Weg des Gesetzgebungsprozesses verfolgen kann. Wir haben den Livestream eingeführt, mittlerweile auch mit Videoarchiv. Jede Burgenländerin, jeder Burgenländer kann sich nicht nur live eine Landtagssitzung ansehen, was übrigens sehr viele tun. Wir haben gute Zugriffszahlen. Wenn interessante Themen sind, natürlich mehr, wenn Business as usual, so 23 Uhr am Abend, dann werden es ganz einfach weniger sein. Aber es gibt ja auch die Möglichkeit des Archivs und man kann jederzeit auch Landtagssitzungen, die schon stattgefunden haben, auch nachsehen sozusagen. Die Rache des Journalisten ist das Archiv.
Sie werden das sicher schon genützt haben oder nützen Sie das auch. Eines müssen wir verbessern. Mit Smartphones geht es derzeit nicht. Da gibt es noch kleine technische Probleme. Jeder hat heute ein Smartphone und schaut über dieses Smartphone. Man ist derzeit dabei, eine technische Lösung zu suchen. Ich bin überzeugt, dass man auch eine finden wird. Was mich aber wirklich stört, ist, dass wir Stellungnahmen aus dem Begutachtungsverfahren als Mandatare, als Gesetzgebung des Landes nicht bekommen. Wenn es eine Regierungsinitiative ist, eine Regierungsvorlage, schickt die Regierung diesen Vorschlag in Begutachtung und die Fachkompetenz im Haus, die Fachbeamten, viele andere Stellen, die Landwirtschaftskammer, die Wirtschaftskammer, die Arbeiterkammer, der Gewerkschaftsbund, der Seniorenbeirat, viele werden hier gebeten, sich dieses Gesetzeswerk anzusehen und ihre Anmerkungen zu machen. Das sind die sogenannten Stellungnahmen im Begutachtungsverfahren. Und diese Stellungnahmen bekommt ausschließlich im Burgenland die Landesregierung. Es wäre ganz, ganz wichtig für den Landtag, dass auch jene, die dieses Gesetz beschließen sollen, auch diese Meinung der Fachkompetenz der Fachleute bekommen. Nur somit kann man sehen, ob hier die Vorschläge der Fachleute eingearbeitet wurden oder nicht. Wenn Sie sehen, dass in Salzburg, in Kärnten, in Vorarlberg, in Tirol, in der Steiermark und sogar in Wien es eine Selbstverständlichkeit ist, dass solche Stellungnahmen aus dem Begutachtungsverfahren auf der Homepage des Landtages veröffentlicht werden, dann sollte das auch im Burgenland möglich sein. Dies ist eine klare Forderung von mir, die aber nicht neu ist, die ich schon voriges Jahr aufgestellt habe. Aber ich bin guter Dinge, dass beim Bohren harter Bretter man auch irgendwann durch diese Bretter durchkommt. Genauso wäre es für mich wichtig, zu wissen, wie jeder Mandatar sein Abstimmungsverhalten an den Tag legt. Das Abstimmungsverhalten einer Fraktion oder jedes einzelnen Mandatars, sofern es gewünscht ist, soll veröffentlicht werden. Das geht also technisch relativ einfach und wäre auch für die Bürgerinnen und Bürger klar nachvollziehbar, wie sich Anführungszeichen, mein von mir gewählter Mandatar in dieser Situation hier verhalten hat. Das würde Entscheidungsprozesse nachvollziehbarer und transparenter machen. Und Gesetzestexte werden immer komplizierter. Es muss uns doch gelingen, Inhalte einfach und verständlich zusammenfassend auf einer Homepage des Landtages zu veröffentlichen. Mir war wichtig, Ihnen als Transmissionsriemen zwischen Politik und Bürgern, als Journalist Ihnen das heute zu sagen. Für Fragen stehe ich gerne zur Verfügung.